Na, hallo YouTube, da bin ich wieder. Und ja, ich habe mich auch nicht weiter bewegt, großartig. Ich habe bloß mal rüber geguckt, da hinten steht eine Kiste, aber ich kann die noch nicht hacken, weil mir wieder irgendwie eine Fähigkeit fehlt. Also geht's jetzt einfach weiter. Rettungsmission, sie. Was glaubst du, wie diese anderen Kompasse verschwunden sind? Ich wette, dass Santari Cree dafür verantwortlich ist. Ohne Witz. Wenn sie zu dem Bagdatank geschickt hat, steckt vielleicht mehr hinter dieser Geschichte. Ah. Dass sie versteckt hat oder zerstört hat. Deswegen ist sie auch gedruidnappt worden. Damit sie die Bedlam Raiders zu den letzten Kompassen führt. Kompassen. Oh. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tennelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich hab meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Und bleib am Leben. Ach, Mann. Ja, er hat recht. Das Glück ist kostbar und das Leben auch. Und nur für Karl ist es wirklich schwierig. Er ist halt ein Jedi, ne? Keine Beziehung, keine Ehe. Hm. Aber wenn man damit bricht, man es trotzdem macht. Frage, ob er das will. Wir werden sehen. Das wird sich in diesem Spiel. Das ist nicht besonders einladend. Eine Geschichte zeigen. Wo steht BD ja jetzt? Wieso ist er abgesprungen? Oh. Was? Was war das für ein Grummeln? Oh Gott. Was lauert hier für ein Tier? Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Oh, ist das Wasser? Das sind Droiden. Droiden aus der Waldanlage? Ah, ist kein Wasser. Sah nur so aus von der Textur. Vorsichtig sein. Nicht runterfallen. Geht auch nicht nach links, nach rechts. Gar nichts. Gut, dann nicht. Okay. Also nicht in diese Richtung. Warte schon. Aha. Was ist hier los? Wieso riecht das so stark nach einer Falle? Das ist Absicht. Dagan wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Ja, da sind wir ja schon dabei. Ich mache ja schon. Ich finde es auch nur gerade ein bisschen gruselig, dass die Gänge so dunkel sind. Und das Geräusch da trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass ich mich wohlfühle.
Das macht mir irgendwie BD. Los. Ich will hier nicht runterfallen. Mhm. Wieso sitzt der ab und zu auf dem Boden und leuchtet einfach die Rohre an? Befehl. Das ist für mich. Oh mein Gott. Ist der gerade einfach wieder zusammengewachsen? Oh shit. Ist der einfach wieder zusammengewachsen? Scheiße. Wie soll ich denn dann später gegen den kämpfen? Wie soll man denn gegen den gewinnen? Der hat doch dann überhaupt keine Schwachstelle. Ich meine, der setzt sich einfach wieder zusammen. Der nimmt seine Hand und steckt die sich wieder an den Arm und dann ist alles tutti. What the fuck? Ich will dich. So, Kollegen, Schnürschuhs hier. Oh. Oh. Sie haben uns. Wir müssen hier sofort verschwinden. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Wieso erinnere ich mich erst jetzt daran? Warum, Kerl? Warum tust du mir das an? Minutenlang kämpfe ich mich durch diese Überwachungstürme, weißt du? Okay, halte RB und drücke A, um mit Schmettern die Geschütze zu zerstören. Oh Gott, kurz gucken. Ups. Ja, ist ja easy peasy, ne? Oh mein Gott. Du gibst mir immer eine neue Perspektive, was hier? Alles gut, Kumpel. Gehen wir. Ja, ich würde das jetzt auch hinterfragen. Ist alles in Ordnung? Machst du gerade Selbstgespräche? Okay, es ist gerade echt viel passiert. Also Ravis hat uns angegriffen und wir haben ihn eigentlich die Hand abgeschlagen, aber die hatte sich einfach wieder dran gepappt und alles war in Ordnung. Bot ist irgendwo anders. Ich hoffe, ich treffe bald auf ihn und ihm geht's gut. Sie haben wir noch, Quatsch, hier. Sie haben wir noch nicht gesehen. Ich hole mir mal meine Stimpacks zurück. Und, genau. Und jetzt können wir einige andere Sachen benutzen. Und zwar auch wahrscheinlich. Ah ja. Sowas. Nice. Es öffnet sich halt. Oh, halt. Ganz neue Möglichkeiten. Wir brauchen den Stimmschlüssel wieder. Er verschafft ihnen Zugriff auf alles, was Cree weggesperrt hat. Was denn? Scan? Ups, nur Scan. Und, nicht. Was hast du gefunden?
Radehydraulik. Ein Kampfschiff der Lurkehal-Klasse ist so konzipiert, dass die zentrale Kugel sich lösen und unabhängig landen kann. Genau, da sind wir ja gerade drin. Deshalb verfügt der Kern über mehrere starke Landeverstrebungen, deren gigantische Hydraulik einen großen Teil des Kerninneren einnimmt. Ups. Ist aber auch riesig. Wirklich riesig. Muss mal hier so mich so ein bisschen bewegen. Tun gerade die Schultern weh. Mann. Sag dafür Zeit. So. Ich kann hier. Ach ja. Ah, nein, Mist. Oh, ich war ganz knapp dran. Nochmal. So. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Uff. Das war wichtig. Ups, schon wieder das Mikro. Dumm. Das ist so nah an meinem Kopf. Maximale Macht ist erhöht. Dankeschön. So, da geht es runter. Da komme ich. Wo an? Sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Irgendwo und nirgendwo. Okay. Wie ist da lang, ne? Ich wollte erst normal zurückgehen, aber... Ach komm. Jawoll. Ah. Wieso mache ich sowas? Das war's ja echt spannend, oder wie? Ah. So, jetzt müssen wir da drauf. Das sieht schlimm aus. Leckende Rohre, freigelegte Kabel. Das wird in einer Katastrophe enden. Ich denke, das muss ich melden. Und dann der Papierkram, Unterlagen ohne Ende. Jede Menge Bürokratie. Perfekte Aufgabe für einen B1. Guck sich den Schaden da gerade an. Ziel gesichtet. Jo, ciao. So. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Denke ich. Okay, wenn du das nicht weißt. Ich weiß es nicht. Da geht wieder einer spazieren. Oh, da. Danke. Dankeschön. Oh Gott, hast du das gesehen da drüben? Du YouTube-Zuschauer, hast du das da drüben gesehen? Wie viele da stehen? Können wir die jetzt schon irgendwie ausschalten? Da ist er! Ich werde Ravy mit einem Kopf Ehre erweisen. BD, dürfen wir einen Stimm rüber? Das war jetzt eine geile Lösung. Danke. Und tschüss. Aber ich kann den auch gerade nicht nach oben ziehen. Sonst könnte man ja irgendwie da lang.
So. Das geht und das geht. Ah, es hält nicht lange. Wieso kann ich da noch höher? Achso, weil ich gar nicht durchkomme. Nein. Nein, nein. Sehr schön. Oh, nice. Sieh dir das an, BD. Priorit. Aber das war es auch, was ich hier finden sollte, ne? So, jetzt bin ich ein bisschen lost. Muss auf die Plattform. Alles klar. Achso. Da lang. Moment. Noch mal ganz kurz husten. Hab heute irgendwie zu wenig getrunken, glaube ich. Das und... Nee. Das. Na! Ah. Ich bin doof. Das bleibt so. Ja, das geht als militärische Präzision durch. Ich spicke ihn mit Blasterbolzen. Oha. Die sind natürlich auch nicht ohne. Und ich glaube, da oben, das leuchtet auch schon blau, kommt ein Turm raus. Jo. Danke. Ah, falsche Taste. Gar nicht so stark. Ich, Oh, das hat gesessen. Siehst du ja. So ist es gut. Der hängt da hinten in der Ecke fest. Eine nutzlose Taktik. Der hängt in der Ecke fest. Oh, hätte ich das mal ausgenutzt. Attacke! Verblutet! Du verblutest gleich. Hör auf auszuweichen, Freundchen! Nee, dann lade ich Macht auf. Das finde ich ganz gut. Ah, da hing eigentlich hier fest. Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Droide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Ein wiedergeborener Droide. Für talentierte und entschlossene Mechaniker kann selbst ein schwer beschädigter Droide eine neue Aufgabe finden. So lässt sich zum Beispiel aus den pneumatischen Blasterarmen des Droidika eine Waffenplattform machen. Ja. Hm. Hier ist kein Durchkommen. Ja, und das Ding da kann ich immer noch nicht kaputt machen. Das ist mit der Tür verbunden. Weiß nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. Oh, warte mal. Ich brauche mal ganz kurz davon ein Foto. Das sieht eigentlich nämlich ganz cool aus. So, weißt du, so als Hintergrund so. So, das war's schon. Geht ganz schnell. Aber ich mag es, dass ein Spiel einen Fotomodus hat. Und wir sind in diesem Kern verflucht, ne? So, und wir sind wieder hier, oder? Falsch gelaufen. Da komme ich nicht durch. Da geht's weiter. Habe ich nicht gesehen. Oh.
für die Piorette. Nein. Sie geht nicht auf. Da ist irgendwas drin, ein Terminal oder so. Okay, da steht jemand. Und zwei. Hey! Oh, der ist hingefallen! Unglaublich! Der ist hingefallen! So nicht! Du bist Schrott! Tschüss. Aber wie das aussieht, so richtig die Arme auseinandergespreizt, so fiii, und mit der Nase gebremst. Schön. Okay. Zwei anstrengende Typis. Das war nice. Oh. Hey, BD. Kampfmodus initialisiert. Macht ja nichts. Gott sei Dank lassen die uns ein bisschen Zeit dafür. Lassen die einen ein bisschen Zeit dafür, dass man das wirklich auch noch, wenn sie in der Entfernung stehen, benutzen kann, diese Macht. Und dann schießt man einfach die ganze Granate zurück oder ist gut. Bolt? Bolt, kannst du mich hören? Oh shit. Nein. Das muss unsere Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin sicher, er ist okay. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Der Gang kommt mir sehr bekannt vor. War schon wieder irgendwas zum Bewegen. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Das wäre toll. Puh, nur noch ein ganz bisschen. Ich habe 2 Punkte. Das wäre nice. Dann kann ich die. Ich würde gerne da hinkommen. Plattform abgesenkt. Das Ding hätte ich gerne. Wie kommt man da denn bitte hin? Angeblich kann ich da durch. Jetzt kann ich jedenfalls dadurch. Ich glaube, das würde ich jetzt erstes machen. Da, dorthin, darüber und dann. Okay, machen wir mal. Achso, ich bin eine Etage zu weit oben. Ich wäre auch nie darüber gekommen, oder? Ich hätte dann da lang gemusst. Ich kann nicht auf diesem Teil hier lang laufen, glaube ich. Also ich könnte schon. Oh. Ups, das sah komisch aus. Da einfach auf diesem. Ich habe Angst, ich stürze dann lieber ab. Ich versuche eher mal runter zu gehen. Ohne den Lift.
Wie bin ich wohin hier lang? Achso. Ja. Ja, alles klar. Außenrum. Dann kann ich diese Türme kaputt machen und dann... Ja, genau. So, dahinter ist der Battle Raider. Wurde auch Zeit. Ne? Du hast mich erwischt. Ich gewinne. Du verlierst. Nice. Na, war das gut oder war das gut? So, und ich muss jetzt... Ich bin schon wieder zu weit oben, ne? Nee, da bin ich. Ich muss da außen rum und dann runterspringen. Irgendwie. Here we go. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, nice. Ein Fähigkeitspunkt. Oh, das ist supi. Oh, da komme ich noch nicht ran. Muss ich hier überhaupt durch? Auf der Plattform da oben müsste ich eigentlich bleiben. Ich müsste irgendwie hoch. Muss zurück, ich muss hoch. Hier komme ich, glaube ich, gar nicht hoch. Also nicht wirklich. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich da rüberspringen kann wieder. Haha, scheiße. Ich muss da durch. Irgendwie muss es wieder hochgehen. Hi. Das ist einfach zu einfach. Einfach zu einfach. Dann ist hier so ein Robby, der sich einbuddelt. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Wo will der sich denn bitte einbuddeln? Also in Metall? Ist zu weit. Was ist das? Oh. Hartnäckigkeit. Ein bisschen härter, Kumpel. Oh, cool, danke. Nice. Was gefunden? Ja, warum ich da an den hätte langlaufen können, an den Containern, aber gut. So. Dann hier lang. Da ist der Typ, der sehr anstrengend ist. Aber ich komme nicht hoch. Ich muss ja eins höher. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier zurückkommen soll. Ah, doch, da. Wenn ich durch diese Tür gehe, einfach den Weg zurück. Durch diese Tür hier. Dankeschön. Kannst da hinten stehen bleiben und weiter chillen. Aber ich muss jetzt hier lang. Keine Ahnung, wie weit die weg sind, aber
Nichts? Oh, wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Ich will da hin. Ob die sind hier drin? Sieht ziemlich ungesund aus mit diesem Kern da hinten. Das ist auch noch mal so eine Abstell. Oder warte mal. Ah, ich bin jetzt hier oben. Ah, cool. Jetzt können wir das auch von oben mal angucken. Das ist ja geil. Irgendwie voll interessant. Alles klar. So. Hier durch. Ups, Kamera ein bisschen hin und her gewackelt. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage. Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalore sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Droiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Gendai. Die Gendai sind eine Spezies, über die wenig bekannt ist. Aber anscheinend altern und sterben sie nicht wie andere Organika und sind größtenteils amorphob, da sie nur eine riesige Masse von Nerven sind. Sie sind nahezu unzerstörbar und sterben erst, wenn ihre Kernnerven abgetrennt oder ihre Körper vollständig zerstört werden. Lava, ich denke da so an Lava, Feuer. Und ja, vieles wächst nach. Gut, die beiden haben also einen Pakt und irgendwie ist dieser Ravis merkwürdig, ne? Vor Jahrhunderten schwor Ravis gegen Paar? Okay, komisches Wort. Gegenüber wahrscheinlich. Gegenüber Dagon einen Diensteid. Sobald der Kompass in Dagons Besitz ist, wird Ravis diesen Eid als erfüllt ansehen. Doch der Gendai-Krieger gesteht, dass es derzeit in der Galaxis nur wenig Ehre zu erringen gibt. Von dem hören wir schon gar nichts mehr. Saw Gerrera. Tja.
Also ich glaube nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass der Gender ihn irgendwie verraten wird. Da lang. Ich kann aber auch da lang. Okay. Ich habe kein. Ah, okay. Und wenn ich da lang laufe? Dann ist da noch so eine Plattform. Ups, das war zu schnell. So, da würde es wohl eigentlich lang gehen, oder? Und hier nicht. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang und machen das. Ah. Schwierig, schwierig. Okay, das ist ja interessant. Sie ist in der Nähe. Gar nichts. So kann ich hier hoch. Bin verwirrt. Und jetzt? Das ist zu weit. Oh, das war knapp. So kann ich da einmal im Kreis laufen. Ich soll da hoch und dann. Ja. Könnte da oben lang laufen. Aha. Aber das bringt mir doch nichts. Ich bin dann da oben, kann auf die Wand, kann auf die Wand und dann. Ja, ne. Ist ja nichts. Okay. Ich laufe jetzt einfach hier weiter. Ich habe da keine Kiste oder irgendwas gesehen. Vielleicht war ich auch irgendwie durch Zufall schon dort. Nichts. Ups. Oh. Speichern. Echo der Macht. Kiste. Ist ja Weihnachten hier. Nein, das ist was anderes. Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln. Sofort. Notlandung. Der Lookahulk Primacy näherte sich dem Kobu-System zu nahe an dem Abyss und wurde von den Gravitationskräften auseinandergerissen. In einer letzten Verzweiflungstat trennten die verbliebene Brückencrew den Kern ab, um eine Notlandung auf dem Planeten darunter durchzuführen. Here we go. Manche Gänge sehen aus wie neu. Wir haben es gut überstanden. Speichern! So. Einmal das. Und ich werde auf jeden Fall in die Fähigkeiten reingucken. Was habe ich denn Schönes? Ich hatte, glaube ich, das hier. Längeres Festhalten. Maximale Macht erhöht sich noch einmal. Finde ich auch sehr gut. Telekinese. LT und RT. Das drücke ich irgendwie so gut wie nie. Fällt mir perfekt gar nicht ein. RB und B funktioniert leider nicht immer. So, das hier. Er regeneriert zusätzlich Leben, wenn er einen Stimbehälter von BD benutzt. Ja, das wäre toll.
halte B, um automatisch Angriffe auszuweichen, oder besagte Reflexe. Bitte. Ja. Je weniger Stimpacks bräuchte ich dann. Und das andere würde ich dann hier nehmen. Das war doch nur eins. Eins, genau. Das hier. Der ist ja nicht immer weit weg. Richtig. So, genau. Da fehlt mir nur noch ein ganz kleines bisschen und dann habe ich auch... Bleiben wir in Bewegung. Ups. Also hier geht's lang. Oh. 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 Eventuell wollte ich gar nicht runterfahren. Nein, ich wollte da oben das Restliche noch erkunden. Wieder hoch. Wie lange fahren wir hier eigentlich, bitte? Oh Mist. Oh, ich sehe auch gerade, ich nehme schon übel lang auf. Ah, 41 Minuten schon? Was? Ich habe die Zeit vergessen. Willkommen in der Tiefgarage. Sag mal, wie viele Etagen hat das hier? Wie hoch bin ich schon gelaufen? Wir sind hier falsch. Mist. Gut. Ich bin gleich zurück und dann fahre ich wieder hoch und dann geht es da oben eigentlich weiter, wo ich überhaupt... Wir müssen ja auch sie retten und die ist oben. Oh Gott. Alles klar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge, wenn ich wieder weiter oben bin, wo ich eigentlich hingehöre. Lasst doch ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Tschüss.